Der iranische Präsident, er ist bei einem Hubschrauberabsturz gestorben. Warum ich den israelischen Mossad sofort als erstes im Gedächtnis hatte, erfährst du heute in diesem Video. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wie ihr seht, wir sind zurück und ja, sie haben mich wieder einreisen lassen. Man hat mir auch gar keine einzige Frage gestellt. Ich hatte auch leider keinen Brief von Herrn Haldenwang in meinem Briefkasten. Lediglich das Übliche, was ihr so kennt. Das Finanzamt schreibt einem nette Briefe, wenn man in Urlaub ist. Und vor allem ist die Frist schon fast abgelaufen. Aber wir kommen zum Hubschrauberabsturz des Präsidenten Raisi auf dem Rückweg von Aserbaidschan in den Iran. Als ich gestern die Meldung noch auf meiner Anreise nach Berlin gehört hatte und hörte, der Präsident wird vermisst mit einem Hubschrauber, da ging bei mir sofort mein Mossad-Radar an. Ja? Der israelische Geheimdienst ist ja dafür bekannt, nicht zimperlich zu sein und hier einfach auch Vollstreckungen durchzuführen, die außerhalb der Legitimität des Staates liegen. Also der Mossad ist dafür bekannt, auch Mordanschläge zu verüben. Jetzt gibt es hier schon einige Ungereimtheiten und vor allem viele, viele Reaktionen. Da läuft es einem euch teilweise richtig kalt den Rücken hinunter. Interessant ist ja vor allem, dass der iranische Außenminister zusammen mit dem iranischen Präsidenten in einem Hubschrauber unterwegs war. Allein aus Sicherheitsgründen hätte man darüber nachdenken müssen, dass man das getrennt voneinander macht. Es ist natürlich hier auch noch ein amerikanischer Hubschrauber, Bell 212, also vom Typ her. Und da ist sowieso die Frage, ob denn die Iraner so viel Vertrauen haben in diese amerikanische Technik, dass es keine Beeinflussungsmöglichkeit von außen gibt, also dass quasi nicht ab Werk dort irgendwelche Dinge verbaut sind, die interessant sind. Und da muss man sagen, hier gibt es schon den ersten Eklat der Europäischen Kommission. Es gibt nämlich verbaute Technik in diesem Hubschrauber, auf die man jetzt im Nachgang versucht hatte zuzugreifen. Es gibt hier ein Satellitenortungssystem über Copernicus. Das hatte man, also die EU-Kommission hatte das sofort aktiviert, nachdem bekannt wurde, dass die Präsidentenmaschine hier verschollen war. Das sollte den Suchtrupps dabei helfen, diese Maschine zu finden. Und jetzt wird hier Frau von der Leyen bzw. die Kommission direkt angegangen. Es werden Vergleiche aufgestellt mit, wenn die alliierten Sanitäter in die Wolfsschanze geschickt hätten zu Adolf Hitler. Und da muss man, also da muss man sich erstmal an den Kopf greifen, was sie hier wieder versuchen zu framen und zusammenzupacken. Es ist wohl Fakt, dass die Iraner hier über amerikanische Hubschraubermodelle verfügen. Ja, denn die hat man ihnen mal legal verkauft. Jetzt ist einer dieser Hubschrauber eben abgestürzt und zwar mit dem Staatsoberhaupt bzw. mit dem Präsidenten in dieser Maschine. Da ist es das Gebot der Stunde, dass alle, die etwas zur Suche beitragen können, doch diesen Suchbeitrag auch leisten. Es geht hier immer noch um Menschenleben, auch wenn diese Menschen vermutlich politische Einstellungen verfolgen, die man absolut nicht teilt oder so, deren absoluten Gegner man ist. Ja? Der Tod von Israelis, wie Raisi es immer gefordert hatte, ist wahrlich keine Forderung, die ich unterstützen würde, aber dennoch gebietet es also das Menschsein an sich, dass wenn dort in den Bergen ein Hubschrauber verschollen ist und wir in Europa, wir hätten die Möglichkeit, diesen Hubschrauber zu orten, damit die Rettungsteams dort schneller ankommen, dass man diese Hilfe zuteilkommen lässt. Wenn man sich dem verweigert, dann ist das hier im Zweifel Beihilfe zu etwas Schlimmerem. Aber hier gibt es die Grünen zum Beispiel und noch weitere. Hier heißt es, hallo Frau von der Leyen, ist das nicht schon eine strafbare Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung? Der Präsident des Iran ist ein Massenmörder und Geiselnehmer, schreibt Volker Beck. Ihr wisst noch, Volker Beck, Kinderporno Beck, ja? Er ist immer noch da, er ist nicht weg, er wurde nur auf dem Friedhof für Politiker beerdigt und zwar in Europa. Da, wo auch Frau Barley ist, da, wo bald Frau Strack-Zimmermann ist und ihr werden vermutlich noch weitere folgen. Jetzt gibt es hier allerdings Meldungen aus der Türkei, die wirklich, wirklich interessant sind. Und zwar haben die Türken direkt kurz nach dem Absturz ihre Radarbilder, das Ganze ist an dem Grenzgebiet zwischen Aserbaidschan und der Türkei und dem Iran passiert. Und da haben sie Satellitenaufnahmen, wo es Wärmesignaturen vom Boden aus gab. Ich zeige euch mal das Bild. Also quasi irgendwo in diesen Bergen dort gibt es eine heftige Wärmesignatur, kurz bevor dieser Hubschrauber dann abgestürzt ist. Und das lässt natürlich den Schluss zu,
dass dort mit einem Manpad, mit einer Bodenluftrakete oder mit sonstigen Dingen versucht wurde, diese Hubschrauber abzuschießen. Und das ist ja in zweierlei Hinsicht hier jetzt besonders. Erstens mal, dass die Türken das sofort so veröffentlichen. Sie haben das auch dem Iran zur Verfügung gestellt, dass es hier offenbar Sabotageversuche gab. Interessanter ist jedoch, dass es, wenn es wirklich ein Sabotageversuch war, von mir aus auch hier vom Mossad, dass man genau wusste, wo die Maschine langfliegt. Es gibt ja nicht nur eine Route, die man nehmen kann. Mit einem Hubschrauber ist man da sehr flexibel. Es ist hier wohl anscheinend von innen heraus Informationen durchgestochen worden. Und nachdem jetzt die israelische Armee auch die Bodenoffensive in Rafah beendet hatte, ist es ja eigentlich nur denklogisch konsequent, wenn sie nun in die nächsthöhere Ebene der Entscheider gegangen sind, um dort aufzuräumen, wie das die Israelis sagen. Ich bin absolut kein Freund davon, dass hier der eine dem anderen seinen Präsidenten ermordet oder irgendwie vom Himmel holt. Die ersten Indizien, die wir 24 Stunden nach diesem ganzen Geschehen hier finden können, die sind doch belastend und beeindruckend. Inzwischen wurde der Tod von Raisi bestätigt. Die Maschine ist komplett ausgebrannt. Der Außenminister ist wohl auch tot. Es gab hier natürlich Jubelschreie bei Rabbinern in Israel. Es gab aber auch Freudenfeuerwerk in Teheran, wie man das sehen konnte. Ihr wisst vielleicht, zuletzt wurde der Kopftuchzwang im Iran wirklich konsequent durchgeführt. Und jeder, der jetzt hier meint, der Iran sei noch eine letzte Bastion, wo die westlichen Werte draußen gehalten werden, dem empfehle ich doch, ja, dann reist doch mal in den Iran und dann haltet euch da mal 6 Monate auf als Europäer. Und dann können wir uns darüber unterhalten, ob ihr immer noch der Meinung seid, dass der Iran so ein tolles, friedliches, freilebendes Land ist. Das ist er wahrlich nicht. Ich kenne genug Iraner aus dem Exil. Es gibt viele Dinge, die dort verboten sind, die verfolgt werden. Wenn wir in Europa nicht aufpassen, werden wir irgendwann auch so verfolgt werden. Aber dass hier vermutlich der Mossad eingegriffen hat, um den Präsidenten des Irans hier aus dem Verkehr zu ziehen, wie sie das nennen, wo bleibt der Aufschrei? Wo bleibt hier die öffentliche Verurteilung Israels dafür? Aber da muss man dran erinnern, die russische Regierung hat die polnische Regierung bei dem Flugzeugabsturz von Smolensk auch quasi geopfert. Und damals wurde der Mantel des Schweigens darüber gelegt. Jeder wusste, dass die polnische Maschine offenbar von Russen attackiert wurde. Aber damals war der Russe noch in wirtschaftlich so guter Beziehung zu Europa, dass man es geduldet hat von europäischer Seite, dass Russland hier eine Regierung eines Mitgliedstaates ausgeräumt hat, also ausgelöscht hat. Und das sind auch keine Fake News. Wir wissen inzwischen, dass der Flugzeugabsturz von Smolensk keine natürliche technische Defektursache war, sondern dass dort eingegriffen wurde. Aber man hat damals darüber nicht sprechen wollen. Jetzt spricht man hier auch offen anscheinend nicht darüber, dass die Israelis hier das erste Interesse daran hätten, die Möglichkeit dazu hätten und dass die Türken dazu noch Bilder veröffentlicht haben, dass es eine krasse Wärmesignatur in der Nähe der Absturzstelle kurz vor dem Absturz gegeben hat. Das sind Indizien und vor allem bei mir ging sofort das Mossad-Radar an. Wie ich nur hörte, dass der Hubschrauber verschollen war, da hatten wir noch gar nicht von Absturz oder von Abschuss geredet. Ich wusste nur direkt, oh, der Hubschrauber ist weg. Das ist eigentlich israelische Methode. Die arbeiten so, die sind auch sehr effektiv, muss man sagen. Die haben ja auch Leute aus dem iranischen Atomprogramm, wie sie sagen, aus dem Verkehr gezogen. Alles illegal, alles zwischenstaatlich, alles ohne legitime Freigabe werden hier quasi gegenseitig Personen ermordet, die im politischen Wettbewerb unliebsam sind oder die relevant sind im System. Der öffentliche Aufschrei, er bleibt aus. Ich bin gespannt, ob die AfD jetzt bald wieder schuld ist am Absturz und am Tod des iranischen Präsidenten. Das wäre jetzt kein Novum mehr. Inzwischen ist die AfD ja auch an allem schuld, am Attentat auf Fico und so weiter, auf alle Angriffe gegen Politiker. Es ist immer die AfD, die schuld ist. Wie siehst du das? Hast du auch den Mossad im Verdacht, dass sie hier in die Innenpolitik des Irans so krass eingegriffen haben? Ich weiß nicht, ob sie schon wieder einen Regime-Change versuchen, aber der Iran ist ein schwieriges Pflaster. Wie ist deine Meinung? Schreib mir mal einen Kommentar unter dieses Video. Damit bis bald.